Das hier ist eine Folge Wine and Paper, das heißt, Werner wird gleich über Wein und über Bücher reden. Heute geht es um Rollenspiele, die ihn faszinieren und geprägt haben. Und ich bin, glaube ich, mit dabei, weil zu zweit so eine Flasche schneller leer geht, glaube ich. Gucken wir mal. Wir trinken also Wein, reden über diese Bücher, das kann ja nur gut gehen. Prost, Werner. Prost. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen amerikanischen Wein, Intrinsic heißt er, und er kommt aus Washington, Columbia Valley, und es ist ein Cabernet Sauvignon. Und uns gefällt der Wein ganz besonders, weil er so ein tolles Künstleretikett hat. Viele von den Weinen sind normalerweise extrem langweilig, was die Bestückung mit Etiketten angeht. Es wird nicht viel riskiert von gestandenen Weintrinkern oder den Weinbauern, den Önologen, weil man eingefahrene Wege, ausgetretene Pfade eigentlich nicht verlassen will. Deshalb, mich freut es immer, wenn Geschichten wie diese auf den Markt kommen mit einem postermäßigen Etikett. Ja, wo sie irgendwie entweder Street Art tatsächlich einfach übernommen haben oder etwas Street Art-mäßiges haben designen lassen. Kann der Wein denn mithalten mit seiner schicken Aufmachung, deiner Meinung nach? Oh, ich denke schon. Aber es ist natürlich so, dass die Qualität des Etiketts erstmal getoppt werden muss. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier an Rollenspielen zusammenbekommen, die mich stark beeindruckt haben. Das ist so die Top 10 deiner Rollenspielgeschichte. Ja, man soll das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ungefähr schon. Gut. Wir fangen an mit einem, ja, das ist eigentlich kein Rollenspiel, sondern es ist ein Fantasy-Spielebuch. Und zwar rede ich hier über Joe Dever und Gary Chalks Serie Lone Wolf. Und da habe ich den Magnamund Companion mitgebracht, der sozusagen die Welt der Lone Wolf Serie darstellt. Das sind für mich die allerbesten Search for Your Own Way Abenteuer, die ich gelesen habe, einschließlich der Solo-Abenteuer von Tunnels and Trolls oder auch der Fighting Fantasy Books von den Workshop-Gründern. Das wäre die Nummer 10 gewesen. Jetzt die Nummer 9 ist ein ausgefallenes Produkt. Sky Realms of Jorun. Und das ist mir ganz besonders lieb und wertvoll, weil es so verrückt ist. Für mich hat es die besten Schwarz-Weiß-Grafiken, die im letzten Jahrhundert bei einem Rollenspiel zum Tragen kamen. Eine verrückte Science-Fantasy-Welt, die ihresgleichen sucht. Meine Präferenzen sind natürlich auch Worldbuilding bei den Rollenspielen. Auf die Systeme kommt es mir nicht so ungeheuer an. Die sind oft austauschbar, manchmal sind sie einfach, manchmal sind sie unspielbar und schlecht memorierbar. Deshalb habe ich meistens den Schwerpunkt auf die Welten gelegt bei meiner Auswahl hier. Von Jack Vance, wer der Serie hier folgt, weiß ja, dass das einer meiner Lieblingsautoren ist, gibt es auch ein Rollenspiel, und zwar über seinen Dying Earth-Zyklus. Ursprünglich hat das Magiesystem einfach die Zaubersprüche aus The Dying Earth, Gary Gygax von TSR, so beeindruckt, dass diese Sachen Einzug fanden in die ersten Ausgaben von Dungeons & Dragons. Nun kommt eine gewichtige Sache. Ein gewichtiges Rollenspiel, das eine gewichtige Fantasy-Serie beschreibt. Und das ist Game of Thrones,
Eis und Feuer, das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel von der Vorgängerfirma von denen, die das heute machen. Es gibt ja heute von Green Ronin ein neues Rollenspiel, aber dieses Produkt kam noch wann kam das raus? 2007 oder 2006, also bevor die Fernsehserie an den Start ging. Und die Firma ist leider Konkurs gegangen. 100 Euro bzw. 100 Dollar dieses Werk, und das kann natürlich sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Das hat einen gepolsterten Umschlag. Dieses Buch fühlt sich teuer an. Ja. Und es ist natürlich, vielleicht kannst du es mal kurz nochmal öffnen, es ist voller Farbgrafik, natürlich alles nicht handgemalt, sondern Computergrafiken. Digitale Kunst, ja. Ja. Aber imposant und atemberaubend. Und natürlich der Silberschnitt. Also. Ja, das sieht auch teuer aus. Weswegen ist das auf deiner Liste? Weil das ein ungewöhnliches Produkt ist oder weil es halt eben ein George R. R. Martin Welt ist? Beides, aber in erster Linie nicht deshalb, weil ich es gespielt hätte und so toll fände. Nein, ich habe es nicht gespielt. Es ist einfach, es war ein Geschenk, und ich habe einfach die Art und Weise, wie das Ding produziert ist, toll gefunden und im Endeffekt den Mut der Firma bewundert, die das herausgegeben hat. Weil, wie gesagt, wir hatten damals noch keine Game of Thrones Fernsehserie. So, das nächste ist, hier steht Mega Traveler drauf. Es sind im Endeffekt aber zwei Bücher, die Fantasy Productions Mitte der 80er Jahre herausgebracht hat. Und es war unser erstes Rollenspiel. Wir hatten ja an Das Schwarze Auge mitgearbeitet. Und als Eigenprodukt wollten wir ein Rollenspiel machen, das möglichst weit weg von den anderen gängigen Spielen der frühen bzw. mittleren 80er Jahre war. Sprich Dungeons & Dragons, Mittelerde-Rollenspiel und natürlich auch unserem eigenen Produkt, Das Schwarze Auge. Daher entschieden wir uns für Traveler von Game Designers Workshop, nicht zu verwechseln mit der englischen Firma Games Workshop. Und das ist das in den 80er Jahren führende Science-Fiction-Rollenspiel gewesen, das von seiner Art und Weise, Herangehensweise sehr technisch, mathematisch, naturwissenschaftlich war. Aber auch ein bisschen zweidimensional, weil es von den Brettspielen der Firma beeinflusst war. In Wirklichkeit war nämlich Game Designers Workshop eine reine Brettspielfirma. Das liegt dir doch sicher auch mehr als Science-Fiction-Fan, vielleicht sogar als die klassische Fantasy. Vielleicht liegt da der Grund, warum wir das gemacht haben. Ja, das kann gut sein. Ich war ja selber begeisterter Brettspieler, habe viele Konfliktsimulationsspiele importiert und habe in der Frühphase vom Fantastic Shop in Düsseldorf auf die Sache eigentlich auch voll gesetzt gehabt. Insofern war natürlich Game Designers Workshop auch eine Firma, die irgendwie bis zu einem gewissen Grad Vorbildcharakter für uns hatte. Die beiden Geschäftsführer, Mark Miller, das ist der Autor von Traveler, und der andere war Frank Chadwick. Frank Chadwick war einer der besten Konfliktsimulationsspiele-Erfinder. Und um ihm gleichzukommen, hat Miller dieses Science-Fiction-Universum im Rollenspiel angesiedelt. Weil er konnte ihm sicherlich nicht das Wasser reichen, wenn es um Brettspiele ging. Okay. Okay, dann sind wir bei... Dann sind wir bei Vampire, die Maskerade. Die Firma ist White Wolf. Kurz nach der
Umwälzung der Rollenspielideologie in den späten 80er Jahren, eingeleitet von Fazas Shadowrun, trat White Wolf auf den Plan mit einem Storytelling-Rollenspiel. Wir haben ja in der Frühphase der Rollenspiele nach einer kurzen Zeit, wo man das alles kennenlernen musste und verarbeiten musste, verschiedene Wege, die zum Glück bei Rollenspieldesign führen sollten. Eines davon war beispielsweise elendes Regelgebolze. Komplizierte Schnüffler. Regeln, die eigentlich keinem was genutzt haben. Die einfacheren Spiele wie das Schwarze Auge oder auch die Grundversion von Dungeons and Dragons, also nicht AD&D, die haben eigentlich eine größere Spielerfreundlichkeit an den Tag gelegt. Und andere Titel wie Rollmaster, die haben das konterkariert. Aber das Pendel schwang wieder zurück und Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde mehr auf Äußeres Wert gelegt, auf gute Illustrationen, auf Design. Die Regeln waren dann auch nicht mehr so wichtig. Und Vampire war die Speerspitze dieser Bewegung, wo es eigentlich nur noch um Geschichten erzählen ging. Es ist das zweite Lifestyle-Rollenspiel. Und das erste war Shadowrun, aber Vampire ist es natürlich noch mehr. Es ist auch mehr von Mädchen gespielt worden als die anderen Rollenspielsysteme, weil es um Verkleidung ging, um eben Maskerade. Das ist ja auch schon irgendwo eine Richtung, in Richtung LARP und sich herausputzen. Das wollte ich gerade fragen. Mark Reinhagen behauptet ja immer, sie hätten damit die Frauen ins Rollenspiel gebracht. Ja, also ein bisschen. Glaube ich, ja, das ist okay. Sicherlich ein bisschen so. Ich habe mit DSA angefangen. So, von den Regeln ist tatsächlich eins meiner Lieblingsrollenspiele RuneQuest. Und RuneQuest kam bei Chaosium raus, und zwar schon in den späten 70er Jahren. Greg Stafford, der die Firma damals leitete, hat mit diesen Geschichten sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Andere Rollenspiele sind auch auf seinem Mist gewachsen. Call of Cthulhu, Universal Roleplaying System, das George Martin beeinflusst hat. Ein generisches System mit Ausprägungen wie Superworld, wo zum ersten Mal Superhelden-Comics gebracht wurden. Damals waren die Rechte an Marvel und an DC noch zu teuer. Aber RuneQuest war ein, oder ist es noch natürlich, das ist ja hier von der RuneQuest-Gesellschaft e.V. Genau. Das sind Leute, die sozusagen ehrenamtlich, weiß ich nicht, wie man sagen kann, aber die halt aus Leidenschaft, aus dem Leben erhalten, deutsche Ausgaben. Voll die Fans, ja. Schöne Grüße an Lutz Reimers, wenn er das sehen sollte. Und diese Ausgabe ist auch sehr, sehr schön. Und wir haben eine interessante Welt und vom Spielsystem her eins der spielbarsten Systeme überhaupt. Okay. Dann sind wir bei Shadowrun. Das erste Lifestyle-Rollenspiel, wenn man so will. Fantasy und Cyberpunk treffen aufeinander. 80er-Jahre-Klamotten. 80er-Jahre-Klamotten, 80er-Jahre-Frisuren, punkig, anarchisch. Man kann sagen, auch nicht linientreu. Also wer absoluter William Gibson-Fan ist oder so, der kann wenig damit anfangen, dass irgendwelche Drachen in Höhlen unter dem Ärmelkanal ihrer Erweckung entgegenharren. Wir sind auch kritisiert worden, als wir das auf Deutsch gemacht haben, weil es halt bei manchen Fans nicht stilecht war. Man kann diese beiden Dinger nicht vermischen, Fantasy und Cyberpunk. Man kann sehr wohl. Es ging ausgezeichnet sogar.
Also mich hat das Jahre meines Lebens gekostet, die ich damit verbracht habe. Also das war? Gekostet. Jahre, die ich dann mit Spielen verbracht habe. Wirklich ganze Wochenenden und Nächte durchgespielt. Shadowrun ist, glaube ich, das, was ich, wenn man die Zeit zusammenrechnet, das Rollenspiel, was ich wirklich am meisten gespielt habe. Dann zeige ich dir doch mal eine schöne Ausgabe, die ich persönlich bekommen habe. Da stehe ich sogar vorne Stimmt, drauf. Es ist die Werner-Fuchs-Ausgabe. Mach mal auf. Die nur persönlich für dich ist, offensichtlich. Klapp mal die erste Seite auf. Da sind noch ein paar Gemälde drin. Inklusive eines. Ist das ein fliegendes Spaghetti-Monster, was da drin ist? Keine Ahnung. Ja. Jim. Und es sagt, I play Shadowrun alone. Fliegendes Spaghetti-Monster. Okay, hier haben eine Menge von den Entwicklern und Künstlern. Kannst du was lesen da davon? Ich weiß jetzt selber. Herr Fuchs, we must go on a run to capture the elusive Currywurst. Amerikaner in Deutschland, völlig beeindruckt von unserer Esskultur. Geht uns ja nicht anders in Amerika. Currywurst. Okay. Es ist Band 36 von 1000. Ich nehme an, das Innere ist dann ohnehin schon limitiert und dann haben sie noch eine Werner-Fuchs-Ausgabe nur für dich gemacht. Ganz genau. Und so Sachen habe ich natürlich auch noch zu Hause von, weiß nicht, Jim Nelson, irgendwelche Original-Cover von Earthdawn oder so. Und die Fasa-Leute, die haben halt in der Zeit viel, viel mit uns zusammengearbeitet. Okay, wir müssen uns trotzdem... Das ist die dritte Edition. Ja. Riecht nach Teenager-Zeit für mich. Wir müssen weitergehen und kommen jetzt zu den Giganten auf dem deutschen Markt. Das ist zwar A, D und D, aber ich habe keine Box von D und D gehabt, die wir im Jahre 83 übersetzt haben. Die Truppe von FanPro, Fantasy Productions, nämlich Ulrich Kieso, Hans Alpers und ich. Und geholfen hat uns der Reinhold May, der Übersetzer mit dem Überlichtantrieb. Rekord, 96 Seiten am Tag. Und wir haben... Standarddruckseiten? Manuskriptseiten. Okay. 1800 Anschläge. Also jenseits von Gut und Böse. Und den haben wir halt oft eingesetzt gehabt, wenn die Zeit knapp wurde. Und wir haben 5 Boxen D&D übersetzt, 2 Boxen Sternengarde und insgesamt über 20 Abenteuer von diesen beiden Systemen. Und D&D war natürlich auch das erste Spiel, was ich mit Uli Kieso zusammengespielt habe. Und das Bestandteil unserer Rollenspielrunde war zwischen 1982 und 1986. Wir haben nichts lupenrein gespielt, weder D&D noch DSA, sondern haben unser eigenes Süppchen aus den besten Möglichkeiten gekocht. Später haben wir dann natürlich nur noch mit DSA-Würfeln gespielt, weil die für uns ein bisschen praktikabler waren. Aber man muss natürlich sagen, dass Dungeons & Dragons das wichtigste Rollenspiel der Welt war, was alles angeschoben hat, das in E.T. gespielt worden ist. Es wird ja auch jetzt in Stranger Things gespielt. Und von daher hat es eigentlich wie nichts anderes auf dem Spieltisch die 80er Jahre geprägt, beeinflusst. Dennoch habe ich auf Nummer 1 natürlich das schwarze Auge. Warum? Na, weil wir es selber erfunden und organisiert haben und auch am meisten gespielt haben. Und es ist in Deutschland das mit Abstand erfolgreichste Rollenspiel. Das liegt natürlich auch an der Tatsache, dass ein großer Spieleverlag dieses Spiel über Jahre hinweg produziert hat und entsprechend stark aufwarten konnte mit einem guten Vertriebssystem, dem Fakt, dass durch Fernsehwerbung ein Blitzstart hingelegt werden konnte, der für Hunderttausende verkaufter Einheiten zuständig war. Und das konnten natürlich die kleineren Verlage nicht. Die waren eher auf normale Sachen angewiesen. Wenn man nicht so viel Geld reinstecken kann, dann hat man halt auch nicht die entsprechend kritische Masse, die so eine Geschichte dann von selber ans Laufen bringt. Aber DSA
Ich habe bis Ende der 80er Jahre daran mitgeschrieben. Dann wurde die Zeit für mich zu knapp, weil ich mit Fantasy Productions eine immer größer werdende Firma zu führen hatte. Ulrich Kiesow hat das Spiel regiert, betreut, entwickelt und mit der Gruppe um ihn herum die Sache auch vorangetrieben. Bei Schmidt selber wurde so gut wie nichts gemacht. Ab den 90er Jahren wurde bei Fantasy Productions auch der Satz der Spiele gemacht und Schmidt hat im Endeffekt dann später nur noch für die Verbreitung, für den Druck und für die Verbreitung, für den Verkauf gesorgt. Bei DSA sind meine Empfindungen ein bisschen gespalten. Am Anfang habe ich darunter gelitten, dass viele Leute es für zu einfach erachtet haben. Aber im Nachhinein denke ich, dass genau das das Erfolgsrezept war. Hätten wir das schwieriger gemacht, wären mit Sicherheit weniger Leute dazu gestoßen und das ganze Rollenspiel-Hobby hätte sich wahrscheinlich auf einem etwas gedämpfteren Niveau in Deutschland eingepegelt. Als man DSA noch vorwerfen konnte, es ist zu einfach. So, jetzt kommen wir zum neuesten DSA, der fünften Edition. Und die ist wieder ein bisschen einfacher als die vierte Edition. Denn die vierte Edition ist ganz genau das Gegenteil von dem, was wir 1984 bei der ersten gesehen haben. Ein komplexes Teil in mehreren Boxen, alles super schwer und massiv aufgemacht. Und es ist meine eigene Firma Fantasy Productions gewesen, die diese vierte Edition auf den Markt gebracht hat. Und Ulysses, heute das Haus für DSA, hat mit dem Regelwerk für die fünfte Edition das Ganze ein bisschen, ja, vereinfacht will ich nicht sagen, aber deutlich spielbarer gemacht. Das ist immer das Entscheidende bei der ganzen Angelegenheit. Wie weit hole ich meine Kunden, meine Fans bei dieser ganzen Geschichte ab? Oder verprelle ich sie nur? Und bei DSA 4 ist es nun wirklich so, dass es für Fantasy Productions ein guter Verkaufserfolg war. Aber ich weiß wirklich nicht, wie viele Leute das tatsächlich gespielt haben. Viele werden es gespielt haben, natürlich. Aber ich denke, noch mehr haben DSA auf Dreierregeln weitergespielt oder Zweierregeln oder was weiß ich. Ich habe meinen Charakter noch ganz brav von 3 auf 4 dann Abgedatet. abgedatet, dann konnte er nichts mehr. Das ist meine erste Erfahrung gewesen mit dieser 4. Ja, erzähl mir doch ein bisschen von deinen Erfahrungen mit 4, weil Es ist, ich habe mit 1 angefangen zu spielen, habe 2 dann übersprungen, 1, weil meine Eltern noch eine Basisbox zu ja. Hause hatten. Und habe mit 3 dann relativ viel gespielt. Und dann kam irgendwann so der vom Spielleiter aufoktroyierte Umstieg. Ja. Wir müssen jetzt DSA 4 machen, das ist nämlich neu. Und dann haben wir die ganzen Charaktere neu erstellt und versucht halt abzudaten. Und dann war halt, der erste Eindruck war, gute Güte, ist die Steigerung kompliziert geworden. Das war mein Ja, allererster Eindruck von DSA und 4. mein bleibender Eindruck von DSA 4 war, als Nico mir vorgeschlagen hat, wenn wir das Interview mit George Martin in Helsinki machen, nehmen wir eine DSA 4-Box mit und George Martin sticht ein Messer da rein. Was? Der Worauf mordet sie. ich sagte: Watch your words, young man. I published these books and these boxes. Aber wenn man von jemandem was umbringen lässt, dann doch von George. Der hätte dann Ja, natürlich, das war schon, ihr ein würdiges Ende da war bereitet. schon der Richtige ausgesucht, gar keine Frage. Was mir auffällt, auch gerade wo du George Martin erwähnt hast, der ist ja, wie gesagt, durch die Chaosium-Rollenspiele stark geprägt worden. Wir Genau. haben gar nicht über Call of Cthulhu geredet. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Es ist jetzt nicht so, dass ich per se was gegen Pegasus hätte oder so, aber ich habe kein Spiel davon zu Hause gehabt und konnte kein Ansichtsexemplar mitbringen. Aber wir sind ja hier im Blitzverlag und der Blitzverlag
Der bringt ja H.P. Lovecraft Bücher raus. Das heißt, würdig vertreten. Da ist er würdig vertreten und ja, was kann man bei diesem Titelbild hier sagen, bei diesem Cthulhu-esken? Das sind eine Menge Tentakel, kann man da sagen. Ia, Rabla Gurgel. Ihr Cthulhu-Fragen. Ja, genau. Nee, das ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel auch. Und was mich auf der letzten Spielmesse in Essen total geplättet hat, war diese Berge des Wahnsinns-Ausgabe von Pegasus. Dieses Brett. Dieses unfassbare Teil, ja. Und das ist natürlich auch eine der besten Geschichten, At the Mountains of Madness, die in Antarktis spielt. Und ich bin ja ein Sammler von Science-Fiction-Magazinen und diese Geschichte erschien 1936 in Astounding, aber diese Ausgabe fehlt mir leider. Warum? Weil sie so scheiß teuer ist. Damit beschließen wir das Lovecraft. Genau. Teilweise inzwischen scheiß teuer. Damals wusste niemand, das zu würdigen, was er geschrieben hat. Heute ist so es ist ein es. Sammlerobjekt. Prost, Mayri. Prost, vielen Dank Bitte für schön. Diesen Einblick und bis zum nächsten Mein Paper. Bis dann.